Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Glitch auf meinem Kanal. Heute habe ich einen wirklich heftigen Fortnite-Glitch für euch, aber mehr dazu werdet ihr dann im Video noch erfahren. Aber bevor ihr mit dem Video wirklich startet, würde ich euch noch gern auf etwas aufmerksam machen. Und zwar habe ich für euch eine Verlosung am Start. Und zwar verlose ich 10-mal den Battle Pass. Also 10-mal wird dieser Battle Pass verlost. Also der Battle Pass von Season 6 jetzt. Von der aktuellen Season wird der Battle Pass jetzt 6-mal verlost. Wenn ihr an dieser Ver... 6-mal. 10-mal, sorry. Wegen Season 6 gedacht. Also 10-mal wird dieser ganze Battle Pass verlost. Wenn ihr diesen Battle Pass gewinnen wollt, dann müsst ihr einfach nur einmal mir auf YouTube abonnieren, mir auf Instagram abonnieren. Dann müsst ihr noch auf Twitch abonnieren und müsst noch einmal auf mein Discord-Server beitreten. Die ganzen Links sind natürlich in der Videobeschreibung ganz oben verlinkt. Führt die Schritte aus und wenn ihr die Schritte ausgeführt habt, schreibt einfach einen Instagram-Name oder Epic Games-Name in die Kommentare, sodass ich euch dann kontaktieren kann. Oder ich add euch einfach, lad euch in ein Game ein und dann können wir so über den Sprachchat talken und dann gebe ich euch den PSN-Code, den Xbox-Code oder die Basic-Card einfach im Call drinnen, dass ihr euch den Battle Pass dann holen könnt. Tja, das sind die ganzen Schritte, was ihr machen müsst. Und dann würde ich sagen, fangen wir dann auch schon direkt mit dem Glitch an. Jo Leute, herzlich willkommen zu einem erneuten Glitch in Fortnite auf meinem Kanal. Und zwar habe ich heute den Glitch, um den Battle Pass gratis zu bekommen. Ihr bekommt den Battle Pass dann 100% kostenfrei. Würde ich empfehlen, macht auf jeden Fall den Glitch noch. Und ja, wir sagen, fangen wir auch direkt an. Und zwar für diesen Battle Pass Glitch müsst ihr einmal in eine Solo-Sitzung eingehen und spielt das Ganze. Also drückt auf Spielen, geht in die Solo-Sitzung und dann könnt ihr ja schon mit diesem Glitch easy starten. So, wenn ihr jetzt in einer Runde angekommen seid, müsst ihr einmal auf die Map gehen und müsst jetzt einmal zu dieser Stadt da hingehen. Also da müsst ihr jetzt landen, egal wie eure Route fliegt, auch wenn euer Bus da unten irgendwo fliegt, ihr müsst da aufhören und müsst da dann eigentlich sterben, also müsst wichtig in dieser Stadt sterben, sorry, das hat gerade gelaggt, das geht's wieder. Ja, also ihr müsst in dieser Stadt da unten sterben, die ihr jetzt markiert habt. Wenn ihr auf Stats schwitzt, dann würde ich empfehlen, lasst es mit dem Glitch, wenn ihr einmal sterben müsst oder was nicht, ob euch dieses eine Mal sterben wirklich interessiert, kriegt ihr immerhin den Battle Pass gratis, deswegen, ja, auf jeden Fall, wir sagen, fangen wir an mit dem Glitch. Und zwar müsst ihr jetzt einmal dann außen springen und wie gesagt sterben. So, ich springe jetzt runter, da weil ihr runter springt, könnt ihr gerne einmal bei meinem Gewinnspiel teilnehmen, wenn ihr einen Battle Pass, also wenn ihr einen Battle Pass gewinnen wollt. Es war ein blödes Video, weil ich den Battle Pass gerade so sagt, wie das geht, aber wenn ihr den Glitch nachmachen wollt, aus was ihr nicht was für Gründe, dann lasst es mit dem Glitch und nehmt einfach am Gewinnspiel teil, lohnt sich sicher auch. Und ja, wenn jetzt dann gelandet seid, da müsst ihr jetzt einfach mal warten, bis irgendwo ein Gegner ist und euch töten lassen. Oha, es gibt Bogen, richtig geil. Lol. Ja, auf jeden Fall. Habt ihr eigentlich einmal Bock auf einen Stream, einen Fortnite-Stream? Wenn ja, dann schreibt einfach mal Hashtag Stream oder so einen Scheiß in die Kommentare, dass ihr weiß, dass ihr Bock auf einen Fortnite-Stream habt. Tja, in dem Sinne könnt ihr mir gerne abonnieren und die Glocke aktivieren, dass ihr dann im Stream auch natürlich dabei seid. So, also hier hat er schon Schüsse überall. Und schaue mal jetzt mal kurz, wo ein Gegner ist, dass ich sterben kann. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, wir sehen uns noch einen kurzen Cut, wenn ich tot bin, wieder. So, wenn ihr jetzt dann gestorben seid, müsst ihr einmal auf Spieler melden gehen. Also geht's auf Spieler melden, jetzt Spieler melden, geht's cheaten und hacken, geht's hat dich eliminiert oder beobachtet gerade, ist ganz komplett egal, jetzt gibt's // get Bindestrich Battle Bindestrich Pass ein.
so, dann Doppelslash, Bindestrich und dann euren Accountnamen, wasec-officer-hassi und geht's auf Fortfahren und geht's auf Annehmen. So, geht's auf Schließen. Wenn ihr es gemacht habt, kommen wir jetzt zum letzten Schritt und zwar zurück zur Lobby müsst ihr jetzt einmal. Wenn ihr zurück bei der, zur Lobby geht, dann so, müsst jetzt einmal oben in die Einstellungen eingehen und müsst jetzt einmal eure Einstellungen von automatisch zu Europa stellen wahrscheinlich. Und wenn ihr aus Amerika kommt, so, keine Ahnung, stellt einfach das, wo ihr den niedrigsten Ping habt. Die Lobby 36, da 36, deswegen nehmt Europa am besten, ich weiß nicht, wo ihr alles habt. Müsst ihr noch daher gehen, das müsst ihr Halbzeit für Bearbeitung machen und müsst es um ganz ein bisschen verstellen, ist egal in welcher Richtung, ihr müsst es ganz wenig verstellen, ihr müsst es halt hauptsächlich verstellen, geht es auf Anwenden, geht es zurück. Wenn jetzt das habt, geht es ja oben, einmal, also nicht auf oben, erst müsst ihr jetzt einmal da in Kreativmodus eingehen, geht es auf Annehmen, geht es auf Spielen, so, dann startet ihr, geht es auf Spielen und startet da diese den öffentlichen Kreativmodus. Müsst jetzt einfach eine in öffentlichen Kreativmodus. Danach kommen wir jetzt zum letzten Schritt, wie ihr den Battle Pass jetzt bekommen könnt. Und zwar müsst jetzt einmal den Kreativmodus, sobald ihr drinnen seid, wieder liefen. Und dann sage ich schon den letzten Schritt. So, ihr müsst sogar auf mich warten. So, auf jeden Fall, jetzt geht es ja da, Kreativmodus verlassen. Und verlasst den ganzen Kreativmodus jetzt einfach wieder. So. Wenn ihr den Kreativmodus dann verlassen habt, wartet kurz, so schließt das Ganze, geht es in den Item Shop, jetzt wichtig, geht es auf Creator Code, müsst jetzt alle den Creator Code WASEC offiziell eingeben. Genauso wieder, geht es auf Annehmen, wenn ihr es habt, geht es ja auf, wieder, jetzt geht es auf Spiel, geht es auf Spielmodus auswählen. Und druckt auf Spielen. Sobald ihr jetzt dann drinnen seid, werdet ihr den Battle Pass haben. So, ihr seht, bin jetzt drinnen und haben Battle Pass erhalten. Richtig nice. Ist halt nur dieser Level 1 Battle Pass und der mit die 25 Level, aber reicht auch. Ist gratis, geht's auf Einfordern. Der seht ihr noch gleich viel V-Bucks wie vorher. Und ja, macht es das auf jeden Fall dann noch. Diesen Glitch lohnt sich. Und dann sehen wir uns morgen um 15 Uhr bei einem erneuten Money Glitch wieder. Oder, ja, ciao.